Am Wort ist nun Wolfgang Katzian, SPÖ. Das haben wir jetzt alle miterlebt bei dieser kurzen Debatte. Der Kollege Strohl stellt sich her und macht einen Wald- und Wiesenbericht zu allen Anträgen, die Sie eingebracht haben. Gehen tut's um einen Entschließungsantrag, der den Titel hat: Senkung der Lohnnebenkosten. Den diskutieren wir im Zuge dieser kurzen Debatte. Und nicht die ganzen guten Ideen unter doppelten Anführungszeichen, die Sie jetzt gerade präsentiert haben. Und argumentieren tun Sie damit, dass die Arbeitskräfte für in diesem Antrag, den der Herr Strolz nicht näher ausgeführt hat, darum muss ich jetzt darauf eingehen, was dort drinsteht, wird damit argumentiert, die Start-ups sind viel zu teuer und daher muss man die Lohnnebenkosten senken. Die Arbeitskräfte für die Start-ups sind viel zu teuer, darum muss man die Lohnnebenkosten senken. Und das ist wieder eine klassische Themenverfehlung. Der Herr Minister hat ja das gerade erklärt, dass es ein Paket der Bundesregierung gibt. Und weiter hinten in dem Antrag zu den Lohnnebenkosten wird dann eh deutlich, um was es den Neos wirklich geht. Nämlich es geht darum, die Arbeiterkammerumlage zu halbieren und die Interessensvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schwächen. Das ist letztklassig, das haben Sie schon so oft probiert. Ganz ehrlich, das nimmt niemand mehr ernst, was Sie da vorhaben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Ich sag Ihnen dann eh gleich was dazu, Herr Strolz, kommen Sie wieder runter und bleiben Sie locker. Aber ich wollte Ihnen nur zu der Eingangsgeschichte mit den Start-ups sagen. Die Start-ups brauchen nicht Ihre turbokapitalistischen Vorschläge und Einschätzungen. Die sind, wie wir gesehen haben, bei der Bundesregierung sehr gut aufgehoben. Das Paket ist ein tolles, das hier geschnürt wurde. Und ganz ehrlich, das, was Sie da sagen, glaubt niemand. Sie stellen sich her und sagen leere Worte. Der Herr Minister hat Ihnen eh gerade erklärt. Es sind keine leeren Worte. Es sind genau die Dinge, die der Herr Bundesminister jetzt geschildert hat. Aber was fordern die Neos in dem Antrag? Zum Beispiel Unfallversicherungsbeitrag senken von 1,3 auf 1%. Und dann können Sie 100-mal sagen, Herr Loacker, das stimmt alles nicht und Sie können Ihre eigene Wahrheit hier erzählen. Es ist so, das kostet der Unfallversicherung 300 Millionen Euro. Das ist so. So, und die Unfallversicherung hat 2015 einen Abgang von 43,6 Millionen Euro gehabt. Das ist auch so. Da werden Sie es jetzt wieder hinstellen und sagen, weil die ganzen Trotteln dort nicht wirtschaften können. Okay, das haben wir eh schon gehört, das nehmen wir auch zur Kenntnis. Fakt ist, dass wir von Ihnen vermissen, was ist jetzt Ihr Gegenfinanzierungsvorschlag? Sie sagen, die Rücklagen gehören aufgelöst in der Unfallversicherung, aber Sie sagen gleichzeitig, ja, die Gebietskrankenkassen machen eh so viel, die Unfallversicherung zahlt eh so viel, was eigentlich Aufgabe der Gebietskrankenkassen wäre. Was Sie nicht sagen ist, woher kommt das Geld dann, dass die Gebietskrankenkassen ihre Aufgaben wahrnehmen können? Ihnen geht es immer nur darum, kürzen, 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 einschneiden und die Dinge, die für die Menschen, insbesondere für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig sind, die wegnehmen, da fahren wir einfach drüber mit dem Rasenmäher. Das interessiert die Neos nichts. Nächster Punkt, Fluff-Beitrag. Beim Fluff-Beitrag sagen Sie 4,5 auf 3,75. Wenn Sie sich die Unterlagen durchgelesen hätten vom letzten Arbeitsmarktgipfel, dann würden Sie wissen, Senkung auf 3,96 für alle ist festgelegt und 3,8% für jene, die ältere Arbeitnehmerin beschäftigen, ist auch festgelegt. Also was bleibt von diesem komischen Entschließungsantrag über? Die Arbeiterkammerumlage, die Halbierung der Arbeiterkammerumlage. Ihnen geht es nicht um die Start-ups, Ihnen geht es darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schwächen. Wenn man das liest, sieht man, die Katze ist aus dem Sack. Sie wollen Arbeiterkammerumlage kürzen und argumentieren das mit den Lohnnebenkosten. So, die Arbeiterkammerumlage zahlen aber die Arbeitnehmer und nicht die Arbeitgeber. Also was das mit Ihren Lohnnebenkosten zu tun hat, das müssen Sie irgendwem erzählen. Aber dass Sie uns da mit dem Kappe fangen können, ganz ehrlich, auch das wird so nicht stattfinden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissen, was sie an der Arbeiterkammer haben. Die über 390 Millionen, die die Arbeiterkammer einnimmt, werden schon alleine durch die Aktivitäten, die die Arbeiterkammer vor Gericht erstreitet, nämlich genauso viel, wie sie einnimmt, erstreitet
Sie mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort beschäftigt sind, vor Gericht. Das sind vorenthaltene Löhne und Gehälter. Das sind Dinge, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zustehen. Sie werden es nicht verhindern, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. Sie nicht, ganz sicher. Und weil das Lichtl schon ausblinkt hat, nur mehr ein Satz. Sie reden über die Mindestsicherung und reden von Erwerbsanreizen. 1.700 Euro Mindestlohn wäre ein guter erster Schritt für mehr Erwerbsanreize. Die Beiträge zur Unfallversicherung zu kürzen, würde die Leistungsqualität zwangsläufig verringern und sei daher abzulehnen, kontert Wolfgang Katzian von der SPÖ. Schlussendlich aber der Antrag der NEOS als Ziel, die Arbeiterkammerumlage zu kürzen.